Was bisher geschah? Hilfe! Kletter doch darüber! Ah! Hoffentlich brennt er wieder. Nein, daneben! Nein, nicht die Armbrust! Armbrust, Armbrust, Armbrust! Nein! 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 Hau drauf! Ja! Hey Dudes und Dudettes, was geht? Willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben beim letzten Mal ja hier den Greifen platt gemacht. Und jetzt habe ich von einem Freund einen kleinen Tipp bekommen. Und zwar den Geist, den wir einmal da platt gemacht haben, den können wir wohl noch folgen in die Krypta, wo der drin war. Ach, das müsste sogar genau hier gewesen sein. Da war nämlich so ein Ort der Macht und das ist dann wahrscheinlich die Krypta. Aber vorher möchte ich mir Geisteröl machen. Deswegen gucke ich mal, was brauche ich für Geisteröl. Achso, und ich habe hier übrigens die Absude beim letzten Mal nicht gesehen, weil ich nach Mutagen-Absud gesucht habe. Und hier steht halt Mittagserscheinung-Absud und so. Aber ich habe für das Mutagen, weil ich bekommen habe, eh kein Absud, also was soll's. Geisteröl, das wollte ich mir herstellen. Dafür brauchen wir Arenaria. Und ich habe keine Ahnung, wo es das gibt, deswegen gehen wir jetzt nochmal nach Tomira. Wo war die? Da unten ist die, okay. So, okay, markieren. Geradeaus über die Brücke und dann einfach querfeldein. Das können wir uns ja merken. Beweg dich! Und zwar soll es da unten in der Krypta ein richtig gutes Hexer-Silberschwert geben und das möchte ich haben. So, da ist die Brücke. Ach stimmt, der reitet ja auch von selber. Ey, da ist ein Ertrunkener! Den ignoriere ich aber jetzt erstmal. Aber, Moment, da liegt was. Guck mal kurz, kann ich R5 wieder schnell speichern? Achso, das Spiel kann nicht gespeichert werden. Okay, bla bla. Ist der denn jetzt weg? Ich loote hier einfach mal schnell. Schlüssel mit Temerische irgendwas. Naja gut, dann lassen wir die jetzt mal in Ruhe. Ich wollte dann nur schnell looten. Warte, was war das? Hier ist irgendwas auf der Karte aufgeploppt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Halt! Mal kurz die Karte aufmachen. Wird das da angezeigt? Ach, versteckter Schatz. Ja gut, danach müssen wir jetzt auch mal kurz tauchen. Dafür müssen wir dann vielleicht doch noch kurz... Spiel gespeichert. Okay, es hat funktioniert. Extra Schwert raus und dann kümmern wir uns noch kurz um den Ertrunkenen. Okay, das ist... Die sind ja jetzt irgendwie kein Problem mehr. Nachdem wir uns um den Greifen gekümmert haben, hallo. Da sollte der ja auch echt kein Problem mehr sein. Komm, rein da. Gut. So, hier muss ich jetzt irgendwie tauchen. Kann ich meine Hexersinne... Das war's schon. Warum sagen die da hinten au? Wenn die ja von dem Ertrunkenen irgendwie belästigt. Komm dann, wir kümmern uns um den auch nochmal kurz. Der beachtet uns gerade überhaupt nicht. Und zack. Uah, richtig gespalten haben wir den, Alter. Das war schon irgendwie ein bisschen sexy. Was haben die? Ist mir jetzt egal, ich gehe jetzt zu Plötze. Furzblasendem Wasser. Alter, was ist los mit denen? Ich habe jetzt aber keinen Bock mehr hier, mich um die Belange der Hilflosen zu kümmern. Ich möchte erst zu Tomira und mir meinen Geisteröl herstellen. Ach, Kacke. Ach, du Kacke. Den Wolf noch zwischendurch einen mitgegeben. Ich hoffe, die folgen uns jetzt nicht mehr. Ah, da kommt noch irgendwas. Haben die jetzt da das Rehgejagt? Ja? Ah, die sind wieder weg. Okay, dann lassen wir die jetzt auch mal. Schwert weg. Oh, hallo. Hallöchen, Popöchen. Ja?
Ach so, ein Kumpel hat mir gesagt, ich soll mir mal die Geschichte von ihr anhören. Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Okay, das ist ja schon ziemlich hart, so von den Eltern verstoßen worden zu sein. Aber irgendwie hat sich jetzt kein neuer Dialog aufgemacht. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Das finde ich jetzt gerade doof. Da habe ich mich wohl ein kleines bisschen verarschen lassen. Gegenstand ist unverkäuflich. Was soll das denn? Oh, silberne Bernsteinkette. Ach so, der ist nur zum Verkaufen da. Ja, dann verkaufen wir den auch mal direkt. Aber, waren das die hier? Arenaria, genau, davon brauchte ich 4 Stück. So, und jetzt basteln wir uns mal eben schnell das Geisteröl. Lebt wohl. Alchemie. Da, Geisteröl. Zack. Öffne das Inventar. Ah, okay, da ist jetzt so ein Tropfen dran. Daran sehen wir jetzt, dass das... Ich weiß nicht, ob das immer so der gleiche Tropfen ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt Geisteröl drauf. Ach, Moment mal. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas Dummes gemacht. Gegen Geister. Geister sind doch auch Erscheinungen, oder? Aber jetzt sagt nicht, es gibt einen Nekrophagen. Okay. Oh, Verfluchte. Ach du Scheiße. Jetzt ist die Frage, sind die Erscheinungen Geister oder Verfluchte? Ich denke mal einfach Geister. Nicht so schnell, Plötze. Nicht so schnell, Plötze. Da kriegt er wieder Angst, ey. Der Geralt. So, jetzt wollen wir hier hin. Warum drücke ich immer Y? Ach, jetzt habe ich mir den Weg nicht richtig angeguckt. Mal Kike. Wir gehen jetzt wieder so querfeld ein, nach links und dann über die Brücke. Hey. Hallo. Ach, jetzt hänge ich hier im Baum fest. Also hier wieder so querfeld ein. Ach du Scheiße, da sind die ganzen Wölfe. Nein! Ah. Ey, der bleibt doch an jedem Ast und Baumstamm bleibt der hängen, ey. So, jetzt sind wir aber eigentlich schon so gut wie auf dem Weg wieder. Was für ein Zufall, dass das direkt neben dem Greif so ist. Komm jetzt. Ach, hier links war das, daran erinnere ich mich. Genau, hier vorne ist das schon. So, dann gehen wir jetzt gleich mal runter. Magie, ein Ort der Macht. Den können wir auch nochmal mitnehmen, dann ist unser Igni wieder stärker. Mir wurde auch gesagt, ich soll mal das Schild benutzen. So, hier wird jetzt nochmal gespeichert. Spiel gespeichert und wir gehen da rein. Ach, da brauche ich jetzt wieder Art. Dann warten wir aber noch kurz, bis sich das wieder aufgeladen... Ach, das ist schon aufgeladen. Ja, dann. Ich speichere jetzt hier nochmal. Ah, da ist er schon. Direkt irgendwie drauf. Ach, der greift mehrmals an. So ist das also. Och, guck dich an, was er für Schaden bekommt mit dem Geisteröl.
Das war ja richtig easy. Gildorfer Schwert. Alter, stumpfes Beil. Hier können wir... Ach so, anzünden können wir es einfach nur. Ja, ich mach mal ein bisschen Licht. Können wir hier irgendwas öffnen oder so? Wieso kann ich das jetzt nicht anmachen? Hallo? Nö, das geht nicht. Das will auch nicht angehen. Kavalierhandschuhe? Kavalleriehandschuhe, so. Ich nehme hier einfach jetzt mal alles mit, was ich so finden kann. Da! Viper Silberschwert. Brief des Hexers Kohlgrim von der Viper-Schule. Ist hier hinten noch irgendwas? Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nirgendwo reingeglitscht, wo ich gar nicht rein sollte. Ich werde aber nochmal schnell speichern, bevor nachher nochmal so einer kommt. Ja, die auf dem Boden kann ich anmachen, alles klar. Krieg ich das hier noch? Was ist das draußen? Warum sind da überall so rote Pfeile jetzt über die, über den Zutaten und so? Okay, das kann ich jetzt wiederum anmachen. Jägerhandschuhe auch noch bekommen. Nur wie gerade ein Langschwert. Ich weiß nicht, ob das was bringt, hier überhaupt die ganzen Fackeln anzumachen. Vielleicht gibt es ja irgendwie so eine Art Geheimgang oder so, man weiß es ja nicht. Aber so an sich müsste ich jetzt alles aufgesammelt haben, oder? Machen wir hier hinten nochmal an. Ne, dann habe ich jetzt auf jeden Fall alles. Dann gucken wir uns mal kurz unsere Beute an. Magie, ein Ort der Macht. Schwert stecke ich mal weg. Und Inventar. Unser Schwert ist besser als das hier. Was ist das für eins? Gildorfer Schwert ist das. Oh, die sind schon mal viel besser. Zerschmettern 2 Resistenz. Hat auch 2 Zerschmettern. Aufschlitzen 2, Aufschlitzen 2. Verbrennen 4, Verbrennen 4. Und das hat noch zusätzlich 1% Durchbohrungsschaden Resistenz. Also sind das hier wohl eindeutig die besseren. Das Welener Langschwert ist auch schlechter. Jetzt auf den ersten Blick so. Aber es hat 3% Chance auf Bluten. Das andere hat 19 Rüstungsdurchbohrung. Aber auch wieder 3 weniger Schaden. Ne, 4 weniger Schaden sogar. Und es ist schon angegriffen. Jetzt habe ich hier noch irgendwas zum Lesen bekommen, meine ich. Yennefers Brief hatten wir schon. Hatten wir. Teufel beim Brunnen, den können wir jetzt als nächstes machen, den Auftrag. Ach, das hatten wir schon, ne? Ja, genau da, wo wir zum Brunnen müssen. Bruder, wo bist du? Hatten wir auch. Ach so, ja, das hatten wir über die Nekromanten. Das hatten wir alles schon, okay. Warte, Questgegenstände sind das. Brief des Hexers Kolgrim von der Vipernschule. An Ivar Bösaug, Rektor der Vipernschule. Ich habe jetzt alle legendären Schemas gefunden, die einst unserem Orden gehörten. Es haben sich jedoch gewisse Komplikationen ergeben. Auf dem Rückweg zu unserer Festung verbrachte ich eine Nacht in einem Dorf im temerischen Grenzland. Die verdammten Bauern beschlossen, mich zum Sündenbock zu machen und mir die Entführung einer Imkergöre anzulasten. Sie brachten mich zum Verhör in die Burg eines hiesigen Ritters. Dabei fanden sie eins der Schemas und konfiszierten es. Doch keine Sorge, ich werde es zurückbekommen. Die anderen haben sie nicht gefunden. Ich habe mich auf das allgemeine temerische Recht berufen, ein Ordal verlangt, statt mich den Launen des Ritters auszuliefern. Meinem Begehr wurde stattgegeben und morgen werde ich die Familiengruft des Ritters von Geistern befreien. Ich erwarte keine besonderen Schwierigkeiten. Vielleicht erreiche ich unsere Festung noch vor diesem Brief.
Werf die Schmiede an, wir haben einiges zu tun. Kolgrim. Ja, super. Also sein Vorhaben hat ja echt mega gut geklappt. Blutdurchtränkte Militärbefehle, was ist das denn? An die zuständige Stelle auf Befehl des Legionskommandanten. Die Männer, die diese Nachricht bei sich haben, sind nordwärts zum Grenzposten bei Ochsenfurt zu eskortieren, wo sie von einer redanischen Division erwartet werden. Als Temeria adligen Abkunft stehen sie unter besonderen Schutz. Ihnen darf kein Haar gekrümmt werden. Was sie bei sich tragen, ist ihr eigen Hab und Gut und soll in ihrem Besitz verweilen. Jegliche Missachtung dieses Befehls wird vor einem Standgericht geahndet. Randall Wittgenberg. Ich habe keine Ahnung, wo ich das aufgehoben habe. Und hier habe ich auch den Schlüssel von gerade noch. Aber wir wollten uns jetzt um eine Mission kümmern. Davon hatte ich, glaube ich, auch noch den Brief hier drin, ne? Teufel beim Brunnen, genau. Meine Frage ist jetzt nur, wie finde ich das? Ich glaube, wir werden jetzt erstmal... Verfügbare Quest? Ja. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal den Greifenkopf wegbringen. Das machen wir jetzt mal schnell. Ach, jetzt habe ich wieder nicht auf die Karte geguckt. Geradeaus rechts können wir über die Brücke und dann einfach rechts rum den Weg entlang. So, dann lasse ich jetzt mal plötzlich den Weg folgen. Was sind das für rote Dreiecke? Weiter so, Plätze. Ich habe geradeaus gesagt, ne? Hier müsste es irgendwo übers Wasser gehen. Okay, hier komme ich rüber und dann muss ich einfach nur den Fluss folgen nach rechts. Da kann ich ja hier so eine kleine Abkürzung nehmen. Heil Herr Seer. Okay, klappt das so? Jawohl. Nein, nicht darunter. Also manchmal funktioniert das nicht so ganz, aber ich glaube, ich habe gerade auch leicht nach rechts gelenkt. Hallo, du kannst den Weg ruhig weiter folgen. So, jetzt müsste der aber eigentlich richtig reiten. Nein, tut er nicht. Ah, okay, ab und zu muss man da echt gegensteuern. Aber so weit sollte das ja auch jetzt gar nicht sein. Ich hätte auch jetzt eigentlich... Ah ne, Moment. Die Schnellreise funktioniert, glaube ich, nur... Ach, ich bin jetzt eh schon fast da, okay. Dann hat sich das schon mal erledigt. Wir können gleich mal eine Schnellreise versuchen. Obwohl ich das natürlich auch hammergeil finde, hier einfach mal durch die Gegend zu reiten. So, springen wir mal schnell runter. Kann ich plötzlich hier unten einfach stehen lassen oder muss ich den Kopf mit nach oben nehmen? Das wäre jetzt mal interessant. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Okay. Der ist wohl doch nicht so nett, wie man erst dachte, ne? Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Okay, komm, dann geben wir einfach mal den Greifen ab und hoffen, dass wir die Infos kriegen. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden.
Ja, Moment. Zeitbeschränkte Option. Einige Dialoge erfordern schnelle Entscheidungen. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft. Wir können jetzt natürlich in Ruhe noch überlegen. Ich glaube, ich werde aber das Gold einfach ablehnen. Einfach aus moralischen Gründen. Ah, jetzt wird der Typ da echt ausgepeitscht. Kann ich den auch befreien? Aber wo ist das? Ich werde jetzt mal ganz kurz speichern. Und dann versuche ich was. Hier komme ich rein. Ich weiß nicht, ob ich da reinkomme. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn ich dem jetzt helfen könnte. Ich spring mal ganz kurz hier runter und guck mal, ob ich dann... Nein, nicht runterfallen. Geralt, was tust du, ey? Nee, ich komme da nicht hin. Boah, ich hätte dem jetzt echt nur zu gerne geholfen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade gelandet bin. Ach so, ich bin jetzt wieder hier. Wir haben hier viel zu tun. Sehr viel. Naja. Gut, dann gehe ich mal weiter. Obwohl die ja jetzt aufgehört zu haben scheinen. So, was mache ich jetzt? Ich versuche mal die Schnellreise. Da gibt es einen bewachten Schatz. Alter, wie cool das einfach ist. Da muss ich wieder zurück hin. Boah, wenn ich wüsste, wo dieser Brunnen ist. Ist das ein Brunnen? Ich gehe mal zum Flussübergang und guck mich da mal um. Mal kurz Plätze rufen. Markieren sollte ich mir das vielleicht auch noch. Ach, einfach hinter mir. Das ist ja jetzt nicht so schwer zu finden. Also in die Richtung da. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Nicht so schnell, Plätze. Moment. Bin ich schon... Ich habe schon geschafft, daran vorbeizureiten. Echt jetzt? Dann markiere ich mir das doch mal lieber schnell. Dann sind wieder irgendwelche Ertrunkene, glaube ich. Hier sind schon mal ein paar Tote. Wölfe, ja, super geil. Wie komme ich denn da hin? Da lang sollte ich eigentlich nur. Da verschwindet ihr blöden Wölfe. Okay, ich lese mir nochmal die Beschreibung durch. Habe ich denn hier drin? Da, okay. Verlassenen Dorf. Hier ist es das zerstörte Dorf, ne? Gibt es hier irgendwo eins, das verlassenes Dorf heißt? Es ist echt blöd, das so zu finden, irgendwie. Das ist die Sägemühle. Ah, Moment.
Aha. Ich frage mich, ob mich jetzt, ich muss erstmal nach dem Auftrag fragen. Das hätte man mir ja auch mal früher sagen können. Aber wir sind ja hier, um das erstmal alles zu lernen. Führt mich das jetzt eigentlich dahin? Oder werde ich jetzt zu der Main Quest geleitet? Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Ach, hier sind wir wieder. Ah, gut, Moment. Wir kommen dann jetzt auch bestimmt wieder an dem Händler am Anfang vorbei. Ich habe mir nämlich sagen lassen, der erste Free-DLC mit der temerischen Rüstung kriegt man bei dem. Da ist er sogar. Gut, dann handeln wir nochmal kurz mit dem. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren ist aber nett von denen. Hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Oh, das ist ja richtig nett von dem. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Dann können wir uns auch mal den Sachen entledigen, die wir nicht mehr brauchen. Davon brauchen wir eigentlich gar nichts mehr. Ja, den restlichen Krempel behalte ich erstmal. Ist das das hier? Temerische Rüstung, jawohl. Aber Stufe 4. Ich könnte das schon mal kaufen. Oh, die kosten aber ordentlich was. Alter. Also die Rüstung bringt mir am meisten. Deswegen, die nehme ich dann mit. Und den Rest lassen wir erstmal. Ich habe jetzt eh nur noch 100 Ohren. 100 Ohren, so wie das Hörorgan. Pass auf dich auf. Oh Mann, ey. Beweg dich. So, wo führt er mich jetzt hin? Ist das dieser Oder? Nee, das ist ein Zwerg, ne? Willis. Den können wir aber auch noch mal kurz anquatschen. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. Oh, das ist, Tut mir leid. Das ist echt traurig. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Okay, war das gerade eine Anspielung auf der Hobbit mit einem Drache auf dem Berg Gold? Oder ist das allgemein so? Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück! Okay, dem möchte ich jetzt direkt mal helfen. Wieso wird die Quest jetzt wieder nicht angezeigt? Hier den Brandstifter. Hinter der Schmiede soll ich suchen, okay. Denk mal, wir greifen jetzt wieder auf Altbewährtes zurück.
Hier sind Fußspuren. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Ich möchte jetzt nochmal kurz zwischenspeichern. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Oh ja, geil. Das muss ja ein nettes Kerlchen gewesen sein, das hier die Schmiede abgefackelt hat. Eine Angel, Fischernetz und ein paar Ohren. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir weiter suchen können. Luede Nordling! Ja, was machen wir denn jetzt? Der ist hier ins Wasser gegangen. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir weiter suchen können. Ist der jetzt hier durchgegangen, oder? Oh. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Hat seine Stiefel im Schilf. Wow. Alter. Ich habe natürlich das falsche Zeichen drin. Einen muss ich mir jetzt auf jeden Fall packen. Oh, oh, oh. Nee, Hilfe! Boah, gegen die wäre natürlich jetzt das Nekrophagenzeug gut. Nee, das waren einfach zu viele. Mach ich mal schnell laden, wenn das geht. Achso, nee, muss ich so machen. Ich war auch gerade überhaupt nicht darauf vorbereitet. Zum Glück sind wir jetzt wieder hier. Nochmal kurz hier speichern, dann müssen wir nicht so weit laufen. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunken. Aber er ist entkommen. Dieses Mal kommen die nicht raus. Wow! Und die brennen alle. Ah, da muss ich echt aufpassen. Komm, hau ich nochmal einen Igni drauf. Was die reinhauen. Das ist aber auch gerade ein bisschen scheiße, dass das direkt drei sind. So eine Honigwabe rein. So, einmal so ausweichen. Jetzt einen schaffen wir jetzt. Den können wir irgendwie direkt verpassen. Und komm, den kriegen wir auch. So, der ist auch kaputt. Und so ausweichen noch. Bams. Alle drei bekommen. Ich speichere jetzt nochmal, bevor ich nachher irgendwo sterbe und das wieder von vorne machen muss. Ist der andere gestorben? Hier hinten? Okay, der hat nichts gedroppt anscheinend. Jetzt habe ich mir die Stiefel gar nicht zu Ende angeguckt. Hat seine Stiefel im Schiff verloren. So, nochmal Spuren. Die Spur führt wieder ins Dorf. Boah, den kriegen wir gleich. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Hä?
Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern sterben. Ja, was soll ich jetzt hier? Hallo? Nein! War das der Händler? Ach du Scheiße.